for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Mein super hübsches Intro-Tierchen hier. Eine Mandarinnatter. Chinesische, also früher Stefan. Hießen sie. Norbert, kommst denn du her? Ich kam da die ganzen Treppen runtergeklettert. Bin total kaputt. Ich dachte, ich nutze die Zeit, bis du da endlich aufschlägst und mache hier mal noch mein Intro-Filmchen. Ich warte da die ganze Zeit aber schon jetzt, auf mein Krokodil und jetzt hat der schon wieder eine Schlange. Aber jetzt, wenn du hier reinplatzest. Was ist denn jetzt mit der Schlange? Du wolltest mir doch das weiße Krokodil zeigen. Dafür bin ich da überhaupt gekommen. Das war den Albino-Alligator. Den habe ich dir ja schon ausgiebig gezeigt. Das ist schon ein Jahr her. Naja, du hast ihn damals ja auch nicht gekauft. Ich meine, das wissen wir beide, wie das so ist mit den Kunden, die, ja, ich hatte die nicht, alles... Ja, ich hatte nicht Kleingeld genug bei gehabt. Aber zeig mir das, zeig mir jenes und am Schluss geht wieder nichts, ne? Ja, das sind so die Kunden, das habe ich natürlich auch. Ne? Die kennen wir. Ja, am besten einen Chef sprechen wegen ganz, ganz wichtiger Beratung und anschließend, ja nee, das habe ich mir schon irgendwo schicken lassen. Ich wollte nur noch mal fragen, ob das richtig war. Genau. Aber du meinst, heute wird es was mit dem Albino, oder? Ich ja, mein, das weiß ich ja nicht. Ich habe den ja noch nicht gesehen, wie der aussieht. Ist der kleiner, größer, dünner, dicker? Ich zeige dir mal. Ich glaube, diesmal bin ich guter Dinge, dass ich an dir richtig was verdienen kann. Verdienen kann. Das schauen wir mal. Über Preis sprechen wir mal gleich erstmal noch. Ich hole ihn gerade mal. Soll ich die so lange festhalten, den Regenwurm, oder? Genau, nimm du die mal. Stopp, 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 sonst ist er arm. Regenwurm. Ganz bunter Regenwurm. Ja, Norbert, hier ist er. Der süße Kleine. Ja, klein ist gut. Der hat ja richtig zugelegt. Ja. Mein Gott, der ist ja richtig groß geworden. Ja, ich weiß nicht, wie lange ist jetzt her? Ungefähr ein Jahr, wo du ja, hier warst vielleicht? Ja, würde ich mal so sagen, ja. Ja. Sieht immer noch super toll aus. Die wachsen schön. Ja. Okay. Boah, das ist ja toll. Er ist nach wie vor echt. Guck mal hier. Warte. Und jetzt, obwohl er größer geworden ist, ist er genauso teuer oder wird er jetzt billiger? Nee, der ist genauso teuer. Ne? Beziehungsweise eigentlich, wenn die ein Stückchen größer sind, sind sie sogar noch teurer. Ne? Weil noch jetzt teurer. Wird er wertvoller. Jetzt kann man das Geschlecht schon mal untersuchen. In dem Fall haben wir ein Weibchen. Aha. Da müsste ich leider noch mal einen Fünfer drauflegen. Ein Fünfer? Ah, ja. 30.005. Genau. Die fünf mehr weiter vorne. Ne? Fünf weiter Doch, vorne. Die legen da leider noch mal richtig gut zu. Ne? Aha. Aber ja, toll. Also zeig mir den, ich gucke mir den an und dann entscheide ich, ob ich den nehme. Nee. Wie nee? Da der darf eine weite Reise antreten, der geht nach Japan, der ist leider verkauft. Deswegen, ich wollte mir den doch jetzt angucken. Deswegen nichts, ich guck mal an. Du bist zu spät, Norbert. Okay. Zu lange zögern, da ist der Süße weg. Shit, jetzt komme ich hier vorbei und will das Krokodil sehen. Ja, ich wollte den noch nicht nur sehen, ich bin doch... Gut, auch Hobbyist, aber ich bin ja auch Kaufmann und viele von meinen Kunden und Zuschauern haben ja gesagt, hey Norbert, hol dir den, der ist toll, jetzt will ich den holen und dann ist er weg. Zu lang gewartet. Tja, das kenne ich. Ist euch bestimmt auch schon mal passiert, ne? Stand da bei uns im Geschäft und wollte ein Tier haben und habe gedacht, ich überlege mir das noch, komm nächste Woche gucken. Nächste Woche hast du nur noch dumm geguckt. So passiert dann, jetzt bin ich der dumm auf so Wäsche guckt. Boah, das finde ich ja richtig doof. Hast du denn noch was anderes Spannendes, was du mir vielleicht zeigen kannst, wenn ich jetzt schon mal hier bin? Was willst du denn? Irgendwelche Raritäten, möglichst selten, möglichst teuer? Ja. In die Richtung, oder? Ja. Feuersalamander habe ich alleine zu Hause. Okay. Die brauche ich nicht. Da müsste es mir mal was Spannendes sein. Das sieht ja schon spannend aus. Jetzt wollte ich den haben. Ich finde dir was Schönes. Warte. Ich bin gespannt. Ich komme zurück. Das ist ja mein Ding, wa? Was hast du denn da für einen Zwerg? Guck, hier habe ich einen. Also wir bleiben mehr oder weniger bei den Krokodilen. Eine Krokodilschwanzhöcker-Echse. Also ist kein richtiges Krokodil, aber zumindest hat es den Namen. Krokodilschwanzhöcker-Echse. Genau, Chinosaurus Crocodilurus. Das wollen wir schon immer mal haben. Ja? Genau, also echt wirklich auch super schöne Tiere. Sind echte Rarität. Ja. Kommen ursprünglich aus Südchina, Nordvietnam. Ganz kleines Verbreitungsgebiet, ist wirklich absolut rares Tier. Auch in der Natur wurde jetzt auf Anhang
WA1 von Artenschutzgestell, ne, also unter dem höchsten Schutzstatus, weil wirklich das Biotop sehr klein ist. In der Natur gibt es kaum noch Tiere und in der Terraristik werden die seit Jahren erfolgreich gezüchtet. Aber wie gesagt, trotzdem noch echt eine Rarität. Ich glaube, so 4 Monate alt ist der ungefähr. Die werden so knappe 40 Zentimeter. Ja. Richtig hübsche kleine Terrarientierchen. Ne? Der probiert mich selber zu beißen. Der weiß noch gar nicht, dass er kein echtes Krokodil ist. Das hilft ihm nicht, der beißen. Okay. Wenn ich deinen Finger hinhalte, dann habe ich ihn bestimmt im Finger. Genau, der will bestimmt beißen. Ne? Der will, oh ja, guck mal hier. Ja? Naja. Hält sich in Grenzen, oder? Naja, doch. Ja, Zähne merke ich, aber ich glaube, durch mein dickes Fell kommt er nicht durch. Okay. Aber Raritäten suche ich ja schon. Ey, der kaut da richtig drauf rum. Hallo, da ist mein Finger und du bist kein Krokodil. Er will nicht loslassen. Du kannst mich doch nicht aufessen. Ist ja unfassbar. Nee, also ich glaube, A ist er mir zu klein, selten genug schon. Aber einer, der mich so nachhaltig beißt, wie soll ich den denn verkaufen? Haben alle meine Kunden im dem Geschäft kommen, haben gesehen, dass der mich zerfleischen will und jetzt will ich den verkaufen, weil ich Angst habe vor dem. Der lässt gar nicht mehr los. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir müssen an dieser Sendung hier an der Stelle hier abbrechen. Ja. Der frisst mich auf. Also, falls wir uns nicht mehr sehen, bis später, diesmal nicht. Einfach alles Gute. Ja, Norbert. Hier dieser hübsche Schal hier. Schal. Ein Piebald-Netzpython ist das, Procamerus reticulatus. Auch echt ein wunderhübsches Tier. Aber wirklich, also das ist wirklich ein Tier, da kann man ganz enge Freundschaften mitschließen. Aber ich weiß nicht, wir haben die jetzt eine halbe Stunde hier rausgeholt, bis die hier war. Ich weiß überhaupt nicht, wo der Anfang und Ende ist. Ich glaube, irgendwo hinter dir misst. Guckt die mich wieder hungrig an, so wie vorhin die kleinen Köpis. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das Richtige ist. Also, Fans, was meint ihr denn? Soll ich mir so eine Schlange zulegen? Ich meine, der kleine, diese Krokodilschwanzechse, das war ja wirklich ein bisschen klein. Aber manche Menschen meinen immer, ich leide an Gigantismus. Kann doch nicht sein, oder wie seht ihr das? Das Gute ist ja, das mit dem Beißen haben wir ja schon hinter uns. Ne? Wenn die uns jetzt beißen würde, wie die kleine Chinosaurus, dann hätten wir ernsthaft ein Problem. Aber ich war mal im Urwald gewesen und habe also natürlich in Naturfarben eine Netzer gesehen, so wie die jetzt auch ist, von 3,5 Meter. Ist schon ganz lange her, schon 40 Jahre her. Da hatte ich gedacht, das müsste meine werden. Habe mich angeschlichen, habe sie am Kopf gepackt. Und so nett, wie wir jetzt umschlungen sind, war ich dann nicht nett umschlungen. Und die wollte mich beißen. Und ich habe 2 Stunden so den Kopf bald festgefühlt. 2 Stunden, wie lange das wirklich war, kann ich überhaupt nicht sagen. Und ich hatte also 10 Eingeborene dabei gehabt, die uns eben durch den Urwald begleitet haben. Die haben dann da ewig dran gekämpft, um mich wieder abgewickelt zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ich so ein Erlebnis so als Hobby zu Hause haben will. Oder möchte einer von euch mal sowas erwerben? Dann lasse ich die direkt beim Stefan. Dann kann der die besser verkaufen. Ich glaube, Stefan, das ist eine Nummer zu groß, was du mir jetzt zeigst. Du willst was Kleineres? Ja, nicht so klein wieder, aber so groß muss ja dann auch nicht sein. Also gut, bringen wir die wieder weg. Ich komme mal mit. Wo haben wir denn den Kopf? Der muss hinter mir sein. Ich weiß nicht, wo der ist. Aber Im Zweiergalopp. Um Gottes Willen. Ja, was haben wir denn hier? Ist das das Baby von der Großen? Und wolltest du mir jetzt so eine Kleine verkaufen, damit die groß wird bei mir und mich dann schon wieder so anguckt? Nee, jetzt sind wir wieder bei den Königspythons. Was heißt wieder? Jetzt sind wir bei den Königspythons. Das dachte ich, ist genau das, was du brauchst und was du suchst. Das ist ein Sunset-Königspython. Der Sunset ist im Moment so mit das teuerste an Königspythons nachzuchten, was man so hat. Die kosten schon noch einige tausende Euros. Diese Schlange, einige tausend Euro. Genau. Die ist dann womöglich teurer wie die große von gerade. Richtig. Die ist deutlich teurer wie die, wo wir gerade hatten. Aber schön klein, schön handlich. Guck, ich kann sie dir mal in die Hand drücken, dann wirst du merken. Ja, das gibt es so einen Verkäufertrick, ne? Genau. Gib erstmal dem Kunde schon mal die Ware in der Hand. Und wenn das dann noch so was Schönes ist, dann kann der den nicht loslassen. Und allerspätestens, wenn man der einen Namen gegeben hat,
Dann ist er verkauft. Dann ist vorbei. Genau, Maxchen heißt er übrigens. Ja, aber Maxchen ist ja gut. Also, wenn das ja dein Maxchen ist, dann möchte ich mir den nicht abnehmen. Dann ist er deine Schlange. Da hast du jetzt nicht aufgepasst. Sag mal, wenn das dein Maxchen ist, mehrere tausend Euro für so einen Regenwurm. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Bin ich ein zu weit gegangen. Okay. Ja. Also doch nicht ganz. Was fehlt denn noch? Was ist denn da? Ein bisschen schwerer, ein bisschen größer. Und ja, die Rarität wäre ja schon toll. Wer gibt denn überhaupt den Tieren den Namen? Nicht Maxchen, sondern dass die Farbe diesen Namen hat. Gibt's Sunset? Der, wo sie zuerst züchtet oder wo sie das erste Tier gehabt hat. Also in dem Fall, das erste Tier kam aus Afrika. Mhm. Ein Elterntier ging in die USA und da wurde der Name Sunset geboren. Also. Aber jetzt pass auf, jetzt habe ich für dich was. Fällt mir nämlich noch was ein, wenn du sagst, richtig rar und auch schon wieder ein bisschen größer. Jetzt kommt genau das Tier, was du brauchst. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ich warte ja schon so lange. Ich wollte ja nur das weiße Krokodil gucken eigentlich. Ich fasse es nicht. Ach, da kommt er ja. Der bringt ja sowas aus Plastik. Das ist ja wohl nicht Hammer. Ich habe sowas schon mal im Spielzeuggeschäft gesehen. Der ist echt... Echt Plastik. Du darfst gern deinen Finger hinstrecken. Nee, mach's nicht, weil wenn die beißen, das tut weh wie verrückt. Ne? Die haben so spitze, scharfe Zähne. Ne? Siehst du, guck da oben, gucken sie sogar raus ein bisschen. Ohne Witz. Also, ihr wollt bestimmt sehen, wenn Blut fließt. So. Ich bin ja mutig. Ah nee, dann ist ja 5 zu Ende. Dann habe ich ja gar nicht. Der ist spannend. Wie heißt der denn? Die lange Schnabel, Schnauze oder wie nennen wir das? Genau, dran das gekriegt. Ist ein Ganges-Gavial. Gavialis gangeticus. Ist eins der seltensten Reptilien der Welt. Also in der Natur gibt es vielleicht noch ein paar hundert von denen. Der ist natürlich gezüchtet in einem Zoo. Wahnsinn. Geht auch wieder an den Zoo. Ne? Also theoretisch will ich dir ja eigentlich was verkaufen, aber... Der ist leider schon verkauft, da brauchst du erst gar keine Gedanken machen. Da hast du nicht noch eine hintere Kommode oder so? Müssen wir mal gucken. Der kostet bestimmt auch wie die Schlange ein paar Tausend, ne? So 3, 4, 5 oder so. Dann machst du an die 5 noch eine 0 hin. Ne? Also so ein Gavial, so um die 50.000 kostet so ein hübsches Kerlchen. Ne? Wahnsinn. Für so einen Kleinen? Für so einen Kleinen, genau. Genau, weißt du eigentlich, wie wertvoll du bist? Hammer. Soll ich dir mal sagen, ich hatte sowas schon mal gehabt. Ich hatte mal 2 solche Gaviale gehabt. Und zwar war ich vor 40 Jahren in Asien. Und da sind wir angeln gewesen. Also eigentlich haben wir eine Expedition gemacht, war natürlich eine Geschäftsreise. Aber nachts sind wir dann angeln gewesen. Und dann saßen wir an so einem Fluss und dann haben uns in so einem Einbaum Krokodile angegriffen. Und wir saßen dann nachher nur noch so in den Einbaum, dass die nicht rankamen. Gut, dass die nicht gesprungen sind. Und dann habe ich gesagt, boah, die sind toll, die möchte ich haben. Ja, aber die stehen ja unter Naturschutz. Und dann habe ich ein paar Wochen später von diesem Lieferanten eine Sendung Tiere gekriegt. Und in einem war ein Stoffbeutel drin und da stand ein Geschenk für Norbert. Was war da drin? 2 kleine Ganges-Gaviale. Okay. Ja, was ich gemacht habe, habe erst mal den Zoll angerufen, habe eine Selbstanzeige gemacht. Hallo, hier hat mir einer was geschickt, die habe ich nicht bestellt. Das kann gar nicht meins sein. Und die wurden dann eingepackt, abgeholt und sind wieder zurück in die Natur. Denn das waren keine Nachzuchten, wie da deine jetzt sind, sondern das waren echt der Natur entnommene, gewilderte Tiere. Damit will ich ja nichts mehr zu tun haben. Okay. Aber so nachgezüchtet habe ich die noch nie gesehen. Das finde ich total faszinierend. Also ja, vor 40 Jahren. Durchaus möglich, ne? Sowas noch meinen. Also da oder Hintergrund ist ja auch, die sind mittlerweile so selten, weil das Biotop ja völlig zerstört ist. Ne? Ja. Die leben im Ganges, wie der Name schon sagt. Ne? Und da ist alles platt gemacht. Also vielleicht hättest du da mal sogar besser behalten. Weil, jetzt ich wäre ja jetzt auch schon wieder raus, ne? Also so das Sitzen dauert ja nur ein paar Jahre und dann hätte ich jetzt ein paar große zu Hause. Vielleicht hätte ich dann da Papiere als Dankeschön vom Staat gekriegt. Ich weiß aber nicht. Oder Junge. Die Junge hätte ich ja vielleicht bauen. Aber der hat ja schon ein böses Maul. Der hat ja Zähne ganz ohne Ende, ne? Ja. Ja, das sind so Fischfresser. Deswegen sind die auch so wahnsinnig schnell. Also echt kein Witz, wenn der da, wenn man mit denen ein bisschen blöd macht. Und die können so schnell zu. Also die tun in der Natur, fangen die Fische mit dem langen Schnabel, ne? Und entsprechend schnell und flink sind die. Ja, da hätten die ja bei mir im Geschäft ja ein richtig super Biotop. Fische hätten wir ja genug. Genau. Ne?
Möchtest du mit mir mit? Kannst du nicht nochmal mit dem Kunde sprechen, ob der zurücktritt und ich den umdrehe? Wenn du gerade sagst, du hattest eh schon mal zwei Stück, dann ist das hier auch schon wieder ein wenig. Meinst du, für ein Leben reichen zwei? Da reichen zwei, genau. Gibt auf dieser Welt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die schon mal zwei von den Gavialen besessen haben. Die sowas schon mal angefasst haben. Ich packe das mal für euch an. Ganz vorsichtig. Ich weiß das, ich werde immer gebissen, aber das ist es mir jetzt wert. Da hinten kann nicht viel passieren, gell? Der kann er nicht den Kopf so drehen? Mach mal die Augen zu. Ja, ganz prima, mach mal die Augen. Ach, guck mal, da hat der Spaß dran, dass ich den streiche. Ey, Hammer. Ich bin fasziniert. Seid ihr auch so fasziniert? Das ist davon Hammer. Ja, echt. Also da haben wir, was Raritäten betrifft, ist das bestimmt mit Abstand die Nummer eins. Auch von allem, was ich je besessen habe, ist das schon eigentlich das seltenste Tier bisher. Und das heißt ja schon was, gerade im Terra-Bereich, was du besessen hast. Ich glaube, du reist ja auch ganz durch die Welt und guckst dir das da an. Ja. Ich bin aber fasziniert. Also ich denke, da kommt da vielleicht noch der Komodo-Varan noch hinten dran, aber sonst gibt es ja gut, aber den Komodo, den kann man ja schon öfter mal im Zoo sehen. Ja. So ein paar Zoos auf dieser Welt. Also ich habe ihn schon im Zoo gesehen. Paar auf der Welt, genau. Ja, Singapur, also hier so im Nahbereich. Singapur, genau, da habe ich die also damals schon gesehen. Ja. Hammer. Ja, das wäre so das, was ich dir noch an Seltenheit bieten könnte. Ja, aber nur zeigen. Nur zeigen, genau. Ich durfte sogar anfassen. Nicht nur gucken, sondern auch anfassen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, was wir heute geguckt haben und ich angefasst habe. Wenn ihr den ganzen Film gesehen habt oder noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr den Start des Filmes bei uns auf Zoo Zayak schauen. Wir haben den Anfang, denn ich bin eigentlich hier vorbeigekommen und wollte das weiße Krokodil besuchen und eventuell kaufen. War verkauft. Der ist jetzt auch verkauft. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht ausverkauft, sondern die Sendung gibt es demnächst nochmal wieder. Ihr könnt mal schreiben, ob ihr nochmal möchtet, dass wir beide uns besuchen kommen und irgendwelche Geschichten über unsere Tiere erzählen. Ihr sagt Bescheid, oder wie siehst du das? Genau so. Wir sind ja ein Top-Team, denke ich, gell? Deswegen bleibt uns treu. Checkt meine Balls. Also hier seht ihr jetzt gerade die drei Raritäten der Welt. Das ist meine Rarität. Genau. Das will ich da wohl mal sagen. Wir sehen uns. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.